Moin, ich bin Felix und ich möchte euch jetzt zeigen, wie die Rettungsleine angewendet wird. Die Rettungsleine ist eine Zweihelfermethode und wird verwendet, um eine hilflose Person aus dem Wasser zu retten. Wenn eine hilflose Person sich im Wasser befindet und man die Möglichkeit hat, dass man zu zweit Hilfe leisten könnte, dann bietet sich die Rettungsleine an. An der Hilfeleistung sind zwei Retter beteiligt. Ein Retter sichert den wasserseitigen Retter vom Ufer aus und hat dann auch darauf zu achten, dass die Leine entsprechend gesichert ist, zum Beispiel mit einem Webeline-Stick an einem Pfahl. Der Rettungsschwimmer im Wasser legt den Rettungsgurt an und schwimmt dann den hilflosen Schwimmer an und sichert diesen dann mit einem Schleppgriff und kann dann, sobald er ein Handzeichen gibt, von dem anderen Rettungsschwimmer wieder zurückgezogen werden an das Ufer. Anschließend kann dann die Person aus dem Wasser gerettet werden und erst versorgt werden. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie wir die Rettungsleine anwenden. Wenn ihr das selber einmal ausprobieren möchtet, dann schaut doch mal bei einer DLRG-Station in eurer Nähe vorbei und probiert es selber einmal aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.